Hallo zusammen und willkommen. Es ist ganz normal, sich ab und an nicht gut zu fühlen. Eine kleine Traurigkeit macht aber noch keine Depression aus. Vielmehr versteht man unter diesem Begriff eine psychische Erkrankung, die durchaus gefährlich sein kann. Mehr als 50% aller Suizide werden durch Depressionen ausgelöst. Anders gesagt, 10-15% aller Patienten, die an einer schweren Depression leiden, sterben auch daran. Umso schockierender, dass die Wahrscheinlichkeit, selber zu erkranken, sehr hoch ist. Bis zu 20% aller Deutschen wird im Laufe seines Lebens depressiv. Dabei ist es sehr wichtig, die Erkrankung möglichst schnell zu erkennen, um etwas dagegen tun zu können. Vielleicht hast du auch Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder, die betroffen sein könnten. Die folgenden 5 Verhaltensweisen und Zeichen darfst du daher nicht ignorieren. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Und wenn du dich für Naturheilkunde interessierst, dann haben wir noch einen Tipp für dich. Mehr dazu findest du ganz oben in unserer Videobeschreibung. Kommen wir nun aber zu den 5 Anzeichen. Nummer 1, wenn der Schlaf zum Hobby wird. Wer an Depressionen leidet, der verliert die Motivation, am Leben teilzunehmen. Alles erscheint irgendwie sinnlos. Was liegt es da näher, als einfach im Bett liegen zu bleiben und die Augen zu schließen? Schlaf kann eine Flucht sein vor negativen Gedanken. Wer das eigene Leben nicht mag, der freut sich, davon wenig mitzubekommen. Oftmals ist es so, dass depressive Menschen verzweifelt versuchen, sich am Leben zu erfreuen. Doch je mehr sie das versuchen, desto weniger gelingt das auch. Wenn du bemerkst, dass dein Partner oder dein Kind mehr schläft als normal, dann kann dies auf eine Depression hindeuten. Nummer 2, soziale Kontakte werden abgebrochen. Der Mensch lebt von Natur aus mit anderen Menschen in einer Gemeinschaft. Freundschaften zu pflegen ist daher ganz normal. Umso problematischer ist es, wenn sich Freunde nicht mehr melden. Es stimmt, dass Kontakte manchmal einfach einschlafen. In manchen Fällen kann aber auch eine Depression verantwortlich sein. Betroffene haben nämlich oft keine Energie, um zum Telefon zu greifen oder auf einen Besuch vorbeizukommen. Typisch ist auch, dass auf Chat oder Sprachnachrichten einsilbig geantwortet wird. Immer wenn ein Freund lustlos wirkt oder dich aktiv von sich wegschiebt, müssen bei dir die Alarmglocken schrillen. Oft ist es nämlich so, dass sich depressive Menschen wertlos fühlen und meinen, sie hätten soziale Kontakte überhaupt nicht verdient. Nummer 3, das schmutzige Geschirr stapelt sich zum Himmel. Jeder erwachsene Mensch muss jeden Tag etliche Dinge erledigen. Wir duschen uns, putzen die Zähne und ziehen uns saubere Klamotten an. Auch im Haushalt gibt es einiges zu erledigen. Das schmutzige Geschirr wird gewaschen und auch der Teppichboden muss ab und an gesaugt werden. Wer an einer Depression leidet, der hat allerdings meist eine Antriebsschwäche. Damit ist gemeint, dass wir uns nicht aufraffen können. Dies führt dazu, dass Hausarbeiten einfach liegen bleiben. Bei schweren Depressionen verwahrlost der Betroffene regelrecht und die Wohnung verwandelt sich in eine kleine Müllkippe. Wenn du bemerkst, dass jemand nicht mehr in die Puschen kommt, dann kann eine Depression die Ursache sein. Nummer 4, ganz schlimm, wenn Menschen sich selber wehtun. Ein Zeichen der Depression ist die Anhedonie. Ohne Fachdeutsch ausgedrückt bedeutet dies, dass einem einfach nichts mehr Spaß macht. Frühere Hobbys spielen dann im Leben keine Rolle mehr. Aber nicht nur Freude wird durch die Depression verhindert. In schweren Fällen können Depressive keinerlei Gefühle mehr wahrnehmen. Eine sehr frustrierende Angelegenheit. Irgendwann kann dies dazu führen, dass man sich selber verletzt. Die Haare werden ausgerupft, man schlägt sich oder tut sich noch schlimmere Dinge an. Der erlebte Schmerz wird als Befreiung empfunden. Endlich kann man wieder etwas spüren. Wenn du ein solches Verhalten bei anderen bemerkst, muss sofort ein Arzt eingeschaltet werden. Achte besonders auf Narben an den Oberarmen oder andere Zeichen, die auf selbstverletzendes Verhalten hinweisen. Nummer 5, der Tanz mit dem Tod. Klar, wir müssen alle sterben. Und es ist natürlich auch gut, sich mit der eigenen Sterblichkeit zu beschäftigen. Bei schwer depressiven Menschen sieht die Sache jedoch anders aus. Wer die eigene Erkrankung nicht mehr aushält, der sieht im Tod einen möglichen und endgültigen Ausweg.
Natürlich nehmen sich nicht alle depressiven Menschen das Leben, doch viele tanzen eben mit dem Tod. Sie hören traurige Musik, besuchen vielleicht den Friedhof und thematisieren den eigenen Wunsch nach Sterben im Tagebuch. Spätestens wenn dir jemand direkt sagt, hör zu, ich will eigentlich nicht mehr leben, solltest du dies ernst nehmen. In manchen Fällen steht dahinter ein letzter Versuch, um Hilfe zu fragen. Unser kurzes Fazit: Nicht alle Zeichen einer Depression sind leicht zu erkennen. Das liegt daran, dass nicht jede Depression schwer ausgeprägt sein muss. Trotzdem ist es immer eine gute Idee, im Zweifel nachzufragen. Manchmal sind sich betroffene Freunde oder Familienmitglieder nämlich gar nicht einmal bewusst, dass sie an einer Depression leiden. Wird die Krankheit jedoch rechtzeitig erkannt, kann das Leben schon bald weitergehen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.